Man könnte jetzt was ernten. Und, da. Und dann alles erstmal wegräumen, aber nein. Sie haben dafür Eoma. Ob er uns was bringt? Ja. Weiß ich nicht, haben wir noch nicht angeguckt. Was er denn überhaupt so kann. Ja, flieg mal mit. Ja, jagen ist natürlich. Ganz blöd. Da die ganze Zeit nicht jagen. Also wir haben weiter rechts hier, also da hinten, relativ viele Tiere markiert. Aber ja. Tierhaltung. Echo. Das kann er auch, wenn er dann. Naja. Wie man ja gesehen hat, sich erstmal irgendwo einbuddelt und dann nicht mehr rauskommt. Ja, ach, soll er machen. Forschung brauchen wir eigentlich nicht. So, gut. Wir sollen transportieren. Hier liegt ja noch eine ganze Menge rum. Und eigentlicherweise sollen die hier auch, das sind die Tiere, die ich vorhin meinte, jagen. Eigentlicherweise heißt eigentlicherweise, weil sie es eigentlicherweise nicht machen. Aber letztens hat Yvette knallhart dann gesagt, oh jo, ich mach mal. Was macht sie jetzt? Sie sagt, sie ist nur hungrig. Ja, von hungrig bekommt man kein Essen. Das ganze Daten Tätigkeit jagt. Henrik braucht kein bisschen ernten. Das Wichtigste, was er machen soll, ist eigentlich jagen. Was produziert er? Irgendwas anderes. Hier sind Tiere, die kann man jagen. Jagt und jetzt schläft er. Also ich verstehe es nicht, dass die nicht jagen wollen. Mein ja, nachts dann so. Werwolf. Und schläft. Warum wollen die nicht jagen? Ich meine, einerseits die Natur, da muss man auch mal drauf achten. Viel zu viele Tiere, aber naja, gut. So. Du bist neu. Zum Lagerplatz. Keine freie Stelle oder kein Lagerplatz zum. Aha. Haben wir keine Plätze dafür? Das wäre natürlich jetzt nicht so schön. Waffenstände und da nicht so viel. Schmeiß das mal nicht.
Ausstattung müsste es sein. Kleidung. Winterkleidung und Sommerkleidung. Damit sind sie erstmal aus dem Hauptmenü raus und vor allen Dingen aus dem Regen. Irgendwann dann mal. Es ist schön, dass ihr in Botanik immer besser werdet. Ihr müsst mal jagen. Ein paar dürfen jetzt erstmal in aller Ruhe. Aha. Ja. Darf sie. Dorfbewohner verhungern. Da ist nämlich genau das Problem, was wir haben. Es ist schön, dass die alles ernten, aber das muss auch ins Lager. Ja. So sieht eindeutig Ernte in Anadaria aus. Alle ernten und schmeißen es auf den nächsten Weg. Was bringt uns das? Nicht viel. Wir haben ohne Ende Leinenstoff, aber wir brauchen noch Gerste. So, das Rübenfeld. Das Erntephase bin reif, genau. Da wir definitiv einsamer Reisender. Ja, dann reise doch. Wir brauchen definitiv mehr. Also mehr Runkelrüben. In dem Fall mal. Zack. Überfeld. Was? Ja, ja. Heute. Platz. Kohl. Ist nicht auch Karotten? Steht zumindest da. Genau, wir wollten heute hier wegen dem Wetter mal schauen. Ja. Ja, okay. Die Suchung. Der ist da einfach. Mein Feld erzähle ich gleich. Man muss mal wieder sagen, der ist einfach strunzenhohl. So, und wer darf das zuerst machen? Ist der Stabilität nun? Soll das da hinten machen, das müsste auch gehen. Hauptsache man buddelt immer da, wo man dann nicht mehr wegkommt. Und dann so in aller Ruhe verhungert und oh Gott. Dann hat man schlechte Laune. Im Übrigen, ihr sollt alle mal die Gebnischen wegtransportieren. Vermutung, dass wir auch keinen Platz mehr haben für Wollstoff, weil hier alles voll ist. Den Leinen. Naja. Textilien. Lade uns mal alles mit da ein. Man könnte jetzt was ernten und dann alles erstmal wegräumen, aber nein.
lieber Gärtmann, Gärtnermann, so mal gucken, ob die Estrella, Estrelda, die Namen sind lustig. Oh. Also die Gerste kaufen wir erstmal ab. Ist das jetzt eine dumme Idee? Ja, naja. Sollte jetzt eigentlicherweise sowas bringen, aber ich habe die Vermutung. Ja. Dass die die Gerste versaufen. Ach ja. So, der Händler ist weg. Und inzwischen sieht es auch hier wesentlich besser aus. Aber kein Vertrauen darin, dass die jetzt das auf die Reihe bekommen, also wird nur das abgebaut, wo denen nichts passieren kann. Ein bisschen schade ist es, dass die, ich nenne es nicht gleich KI, dafür müssen sie intelligent sein. Ja, Feld, genau. Und das ging es eigentlicherweise. Also, ich möchte am Ende die Felder nicht mehr wie vorher hier zusammen haben. Also, dass genau neben diesem Feld das nächste Feld ist. Aus einem einfachen Grund. Wir hatten das letzte Mal diese... Ich weiß gar nicht, wie es hieß. Auf jeden Fall eine Pflanzenkrankheit und ja, hat uns eine ganze Menge zerstört. Das möchte ich eigentlich gar nicht mehr haben. Also lasse ich jetzt absichtlich immer etwas Platz zwischen den Feldern frei. Damit wird dann am Ende eigentlich nur noch, ich sag mal, wenn jetzt hier bei der Gerste was passiert, passiert den Karotten hier nichts. Ist das erstmal der erste Schritt? Der zweite folgt sogleich. Und als nächstes wäre es so, dass man sagt, man legt mehrere Felder an, vom selben Typ. Dazu braucht man aber auf jeden Fall, bin ich zumindest der Meinung, eine Ecke, wo man sagt, okay, da machen wir unseren, in Anführungsstrichen, Garten. So, und wenn man da hier genauer schaut, hier hinten ist Platz, ja. Hier ist Überleben. Hier ist Kalkstein, das bringt uns nichts. Und hier ist dann auch nicht mehr viel Platz, also wird das nicht mal so einfach werden. So. Ich hoffe, oh, Glückwunsch, Mäbel. Kann ich jetzt hier eigentlich was anmachen? Nein. Gut, müssen wir gucken.
mit den Nahrungsmitteln, ja, das wird wieder interessant, um es mal nett zu sagen. Dann müssen wir beim nächsten Mal definitiv schauen. Für heute erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, man sieht, hört sich beim nächsten Mal wieder. Daher, ciao, ciao.